Ja, hallöche Freunde, guten Laune der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum neuesten eSports WRC oder aber auch gesagt WRC 23. Und für all diejenigen, die natürlich gerne online unterwegs sind, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, online gegen andere User rund um den Globus hier um die Wette zu fahren. Dazu gibt ihr einfach jetzt hier auf schnelles Spiel und hier auf Multiplayer. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einfach ein schnelles Match zu starten, also sprich jemand, der was gehostet hat, einfach beizutreten. Ihr könnt das Ganze aber auch selber erstellen, indem ihr im Endeffekt alles mögliche an Einstellungen verwenden könnt. Ihr könnt zum Beispiel plattübergreifend, ja sehr gerne, Session-Sichtbarkeit, öffentlich, bevorzugtes Niveau, alle. Und hier könnt ihr natürlich sämtliche Einstellungen auch noch für euch selber mitnehmen. Wollt ihr zum Beispiel mehr Sichtbarkeit haben? Ja, gerne. Wollt ihr zum Beispiel Fahrhilfen erlaubt, nicht erlaubt? Solche Sachen könnt ihr hier alles mitunter einstellen. Denkt aber daran, bei Fahrhilfen vielleicht erlaubt drin zu lassen, sonst kommen vielleicht weniger Leute rein. Das ist halt meistens so, weil vielleicht die meisten auch irgendwie ohne Fahrhilfen fahren, aber nicht überall. Zum Beispiel auch automatisches Getriebe fahren. Es fahren immer noch viele sehr, sehr gerne und dann halt vielleicht nicht gerne reinkommen wollt, falls ihr vielleicht denkt, wo bleiben sie denn alle? Die haben einfach keinen Bock, wenn die natürlich ohne Pfeifen sind. Wir gehen einfach mal hier ganz kurz mal auf schnelles Match und gucken uns mal an, wie schnell das Ganze funktioniert. Wie schnell findet der für uns denn jemanden? Und ihr seht hier, das geht hier wirklich ratzefatze. Da können wir hier wirklich loslegen und dementsprechend mit den Leuten hier ein bisschen zusammen farmen. Wir warten mal ein bisschen ab. Wir haben jetzt mal gucken. Option Session verlassen. Übersicht, Championship. Ja, bereit. So, ich bin bereit. Ja, dann müssten auch bereit drücken. Auch ein bisschen cool. Man kommt hier in die Lobby rein. So. Und dann müsst ihr einmal nach links gehen und dann hier auf bereit oder nicht bereit. So. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen. Ich weiß nämlich jetzt nicht. Es steht Etappe läuft. Fahren jetzt hier ein paar? Ich weiß es gar nicht. Hier zum Beispiel alle mit X stehen. Fahren die jetzt alle? Oder warten wir jetzt hier, bis auch diese alles akzeptiert haben? Weil hier sind ja erst 614 Spielern bereit. Also jetzt sind knapp, hört, 4-5 Minuten vergangen. Ich sehe hier nicht durch, ob welche gerade fahren. Wir haben auch zusteht, die Etappe läuft. Oder wir jetzt hier auf die Leute warten. Ich habe das gar keine Ahnung. Ich weiß nur, hier kommt immer wieder welche rein und welche raus. Also ich denke mal, vielleicht, das könnte man alles vielleicht ein bisschen besser machen, dass man sieht, dass man vielleicht sowieso als dazu Beigetretener später sich das vielleicht hier angucken kann, weil wir können es sich nicht angucken, aber ich glaube zum meinen, dass die jetzt alle dazugestoßen sind, quasi gerade verpasst haben, dass die schon ihre erste Etappe nämlich hier fahren, da steht nämlich gerade läuft, weil sonst würde ich den als Nächster, das ist natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht schön gemacht. Aber wir können uns ja währenddessen mal andere Sachen gucken. Session Browser. Und hier habt ihr im Endeffekt, ihr habt ja hier die Möglichkeit, einen Schnellswitch zu machen. Und hier habt ihr den Browser, also die gesamte Seite, wo gerade hier was ist. So, das war derjenige gewesen, der Session Host hier, Manet 17 von 32. Wenn ich mich jetzt, glaube ich, ganz entsinne. Fortschritt 25, KI nicht. Fallhilfe, Tuning ist alles erlaubt. Fortschritt. Gute Frage, wahrscheinlich. Ach, guck mal hier, in der Lobby. Dann könnt ihr gucken, wer wo hier was alles in der Lobby ist. Und ich würde mal sagen, komm, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Obwohl, das finde ich ganz interessant. Fahren wir mal hier mit. So, ich bin bereit. Und der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten. Also es kann sich natürlich extrem lang ziehen. Das ist natürlich so ein bisschen das eine Problem, muss man echt mal sagen. Wo ihr jetzt nicht einfach jetzt großartig schnell mal ins Spiel hineinkommt. Bin jetzt auch gerade mittlerweile schon knapp 10-12 Minuten hier am Film. Ihr habt zum einen natürlich eine Lobby, wo jetzt nur wir zwei Leute sind. Wir werden jetzt hier nicht großartig fahren. Der wird jetzt hier einfach warten, bis natürlich die ersten Leute reinkommen. Vollkommen verständlich. Und das gleiche Problem ist natürlich aber auch, wenn ihr zum Beispiel hier in die Lobby reingehen wollt, wo Fortschritt, die sind quasi alle jetzt schon ein Event drin, wenn die doch alle erst fahren müssen. Also ihr habt natürlich jetzt hier in der Lobby, sind alles relativ neue Leute. Wir können jetzt mal gucken, dass wir hatten hier was mit 60, 75%. Na gut, gehen wir mal hier rein und warten mal, bis die vielleicht fertig sind. Die müssten wahrscheinlich alle jetzt gerade schon fahren. Das heißt, wenn ihr wirklich mal schnell spielen wollt, könnte man überlegen, dass man vielleicht selber schnell was entwickelt. Weil ihr könnt ja selber entscheiden, ob wir spielen oder nicht. Und das Ganze jetzt hier einfach mal erstellen. Hier sind wir jetzt in der Lobby. Hier könnt ihr natürlich noch alles mögliche einstellen, was ihr gerne haben wollt. Zum Beispiel Countdown bis zur Etappe, Etappen der Timer, Fahrhilfen sind erlaubt, Tuning ist erlaubt. Also im Endeffekt ist alles erlaubt.
Dann warten wir mal einfach kurz ab. Ich gehe mal fix eine rauchen und dann gucken wir mal, wie Leute sich verhalten, wenn wir vielleicht, auch wenn wir nur zwei oder drei Leute sind insgesamt, wir trotzdem starten wollen. Weil im Endeffekt ist ja so, trotzdem müssen die anderen ja dazu dann beitreten. Und wenn die jetzt sagen, nö, weißt du was, mit zwei, drei Leuten macht es gar keinen Sinn, ich warte, sieht es ein bisschen mau aus mit hier einem schnellen Online-Spiel. So, 10 Minuten sind jetzt auch wieder vergangen. 10 Minuten klingen jetzt alles andere als viel. Aber ich meine jetzt mal, für ein schnelles Spiel ist ein bisschen doof. Okay, gut, wir gehen mal raus. Ich dachte, da kommt vielleicht mal schnell jemand rein. So, geh mal auf den Browser und gucken mal, ob welche schon hier in der Lobby sind. Guck mal, hier in der Lobby sind zwei. So, und ich bin jetzt mal so frech. Komm, wir sind drei Leute. Komm, drei Leute haben jede Menge Spaß. Okay, der zweite ist auch bereit. Der hat Bock. Mal gucken, ob jetzt der Host, das ist nämlich der Sid Cordon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, jetzt auch bereit ist. Der kann auch sein, dass er sagt, weißt du was, ich gehe erstmal was essen, eine schmökern, ich gehe doch mal duschen, einkaufen. Bis dahin warten wir, dass ein paar Leute reinkommen. Was mir auch jetzt hier auffällt, Etappe läuft, steht oben schon wieder. Jetzt, wenn ihr aber zur Übersicht geht, Championship, seht ihr, hier läuft keine Etappe. Also wir sind wahrscheinlich alle in der Lobby. Ach gut, der Franzose ist schon weg. Helfen Sie jetzt unter Sarg? Okay, der Horst hat jetzt anscheinend eine Einstellung vorgenommen. Der ist auf alle Fälle da. Leute, könnt ihr bitte so langsam... Ah! Ha! Meisterschaft startet! Sehr gut! Oh, cool! Ha! Mann! So, jetzt können wir unser Fahrzeug auswählen. Ich würde mal sagen... Oh, der Lancia. Ja, und im Endeffekt... Ihr müsst euch natürlich solche Gedanken machen. Ihr fahrt ja für euch selber. So ist es nicht. Wir gehen jetzt hier auf weiter. Ihr fahrt ja für euch selber. Ihr fahrt zwar gegeneinander. Die Zeit natürlich dann später. Ihr könnt noch ein paar Sachen vornehmen. Das mache ich jetzt alles nicht. Wir warten jetzt aber fast 2 Minuten, bis der letzte auch bereit ist. Der ist nämlich doch im Service. So, wir warten noch fast 2 Minuten, bis auch der letzte fertig ist, denn der ist noch im Service. Also das heißt nochmal, hier im Servicebereich hat jeder 2 Minuten Zeit, was ja auch in Ordnung ist oder so, aber gut, alle sind bereit. Boah, also, holla die Waldfee, mein größtes Problem war wirklich gewesen, sobald der Wagen ausbricht, hast du ein riesen Loch, bis wir gegenlenken können. Das hat mir also persönlich gar nicht gefallen. Wir waren so schlecht gewesen. Super weich, okay. Guck mal, Strafe. Obwohl, wir haben eigentlich einige Strafen auch noch bekommen, wa? Ja, guck mal, 21. Achso, das war er gewesen. Wo sind wir denn? Ja, guck mal, 24 Sekunden Strafe haben wir bekommen. So schlecht waren wir eigentlich gar nicht gewesen, glaube ich. Außer die werden noch dazu addiert. Okay, machen wir mit dem nächsten Fahrzeug weiter. Den Clio hier. Ganz traurig. Gottes Willen. Eieieiei. Oh. Wirklich sehr traurig. Sehr traurig. Uiuiuiui, da bist du Verletzter geworden. 100 Pro. Noch nicht ganz, aber guckt euch das mal an. 39 Sekunden Unterschied, 32 Sekunden Strafe. Also, was ich hier anscheinend richtig drauf habe, ist, ich habe die meisten Strafen von allen. Eieieiei. Deswegen wird auch Rallye für mich nie das Spiel sein, weil ich einfach dafür zu schlecht bin. Gerade auch dafür, weil ich halt solche Spiele wirklich ganz selten spiele. Vielleicht auch mal ein kleines Fazit daran. Wenn ihr wirklich hier, sagen wir mal, ordentlich Zeiten fahren wollt, auch ernsthaft fahren wollt, ihr müsst viel Zeit darin investieren. Ihr seht's. Also, ich brauche Spiele, wo ich wirklich einmal die Woche kurz mal ran kann für 1-2 Stunden, gerade für meinen Content, und das war's gewesen. Freunde, gute Laune, das war's gewesen. Also, Multiplayer, alles wunderbar, klappt alles wunderbar. Gerade auch mit meiner Bambusleitung, so nenne ich es ganz gerne immer so ein bisschen. Und wenig Know-how. Ihr kommt mega schnell rein, ihr habt die Möglichkeit, ein eigenes Spiel zu erstellen, ein schnelles Spiel quasi beizutreten oder euch in der Lobby umzugucken und zu gucken, wo sind die gerade, sind die gerade beim Event, sind die gerade dort, könnt ihr gerade beitreten. Da seht ihr mal ganz schnell, dass, wenn ihr jetzt gerade Event, sagen wir mal, ihre erste Etappe von 6 geschafft haben, dass ihr mit in die zweite Etappe hineinkommen könnt. Also das funktioniert alles wunderbar. Nimmt trotzdem ein bisschen Zeit mit. Denkt nicht sofort, dass ihr da reinkommt. Wie es zum Beispiel bei Forza ist. Bei Forza geht das alles ein bisschen schneller. Als kleine Referenz für die Konsolenbesitzer, gerade für die Xbox-Besitzer oder vielleicht auch bei Gran Turismo. Da geht es dann alles wesentlich schneller. Das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte verzeiht mein Fahrstil. Der war katastrophal gewesen. Habt trotzdem irgendwie jede Menge Spaß. Mir persönlich ist es dann halt wirklich nichts. Mir ist es halt einfach zu viel. Ich mag es dann lieber ein bisschen gediegener. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.